Ich möchte dir ein paar weitere Korallen für ein Nano-Meerwasser-Aquarium vorstellen, mit denen du selbst kleine Becken toll besetzen kannst. Ich scheine euch ja mit dem Thema Nano-Meerwasser ein wenig angefixt zu haben, daher konzentrieren wir uns einmal genau darauf. Die Korallen stammen von Corallaxy und sind ausschließlich Nachzuchten. Mit Jane von Corallaxy habe ich daher auch schon einmal eine Podcast-Folge zum Thema Nachhaltigkeit aufgenommen, die ich dir noch einmal in der Videobeschreibung verlinkt habe. Die ersten 6 Korallen, die ich dir jetzt vorstelle, sind Teil des Nano-Korallen-Pakets, was du genauso auch bei Corallaxy bestellen kannst. Die letzten beiden Korallen waren dann noch Wunschkorallen von mir, die ich gerne einmal haben wollte. Denn ich versuche mich mit diesem neuen Satz Korallen auch zum ersten Mal an einfachen SPS, also kleinen polypigen Steinkorallen, die generell so als die Königsklasse im Meerwasseraquarium gelten. Mal sehen, ob das gut geht. Ich zeige euch jetzt einfach nach und nach einmal die Korallen, die da jeweils bei waren. Also zuerst die aus dem Korallenpaket Nano. Da sind 3 verschiedene Zoanthus bei. Zoanthus habt ihr bei mir ja auf jeden Fall schon gesehen in den Aquarien. Das sind diese kleinen Krustenanemonen. Wirklich schön anzusehen, weil es einfach 1000 Farbvarianten gibt. Und da sind jetzt halt auch 3 ziemlich geile Farbvarianten bei. Tatsächlich eine meiner neuen Lieblingsfarbvarianten, nämlich gleich die erste, mit der wir einsteigen. Und zwar die Zoanthus Red Magician. Die haben auch alle immer so geile Namen. Ich weiß nicht, wer sich das ausdenkt, aber die Namen von gerade von so Zoanthus, das ist schon sehr absurd zum Teil. Aber die Red Magician, sehr, sehr krasse Zoanthus, weil die einfach eine super geile Färbung aufweist, weil auch das Innere der Koralle rund um den Mund nochmal sehr auffällig gefärbt ist und verschieden gefärbt ist. Also für mich von der Farbe her mega, mega geil. Und das Tolle an Zoanthus ist halt wirklich, das sind absolute Einsteigerkorallen. Die haben kaum Ansprüche, die vertragen diverse verschiedene Wasserwerte. Da macht ihr halt absolut nichts mit falsch. Das waren ja auch nicht umsonst mit die allerersten Korallen, die ich in diesem Becken bei mir hatte. Als nächstes haben wir dann noch einen Zoanthus Sunny D dabei. Ebenfalls sehr coole Farbvariante, weil nämlich da diese kleinen Tentakel so rund um die einzelnen Polypen nochmal so gesprenkelt sind. Das sieht auch total geil aus. Das kann man mit bloßem Auge ein bisschen schwer sehen, aber hier in den Makroaufnahmen kommt das eigentlich ganz gut rüber. Also gerade zum Fotografieren sind das beides, also die Red Magician und die Sunny D, wirklich geile Korallen. Und dann noch eine Zoanthus Radioactive. Das ist, glaube ich, so eine der, vielleicht eine der bekanntesten Zoanthus-Varianten. So richtig fieses Giftgrün. Das ist halt auch einfach eine schöne Farbe. Und wie gesagt, die 3 sind also dabei in diesen kleinen Formen mit jeweils so 5-6 Köpfen ungefähr. Dann ist als nächstes eine Röhrenkoralle mit in dem Paket, und zwar eine Clavularia, Clavularia tricolor. Das Besondere bei der ist, die fluoresziert richtig extrem unter blauem Licht bzw. unter UV-Licht. Also das ist eine, die von der Farbintensität her, von der Fluoreszenz her, ist das wahrscheinlich bisher die krasseste Koralle, die ich habe. Die wirkt halt auf den ersten Blick so ein bisschen unspektakulär, die erinnert so ein bisschen an die pumpenden Xenien, ist es aber natürlich nicht, und gerade das Innere, das ist halt nochmal so geadert mit einer wirklich geilen Fluoreszenz. Also das unter starkem Blaulicht, unter UV-Anteil, sieht einfach mega, mega gut aus. Und ist eben auch wieder eine Koralle, die wirklich einfach zu halten ist, die auch durchaus für Anfänger geeignet ist. Und jetzt kommen wir dann nämlich zu den ersten SPS. Und bevor wir damit einsteigen, einmal so ein bisschen, was ist jetzt so das Besondere oder Schwierige daran? Denn ich finde, man kann da wirklich wieder eine sehr schöne Parallele zum Süßwasser-Aquarium oder Süßwasser-Aquascaping ziehen. Das, was an einer Koralle schwer in Anführungszeichen ist, sind immer die Haltungsbedingungen und die Stabilität der Wasserwerte in erster Linie. Bei den SPS ist es so, dass es vergleichbar mit den Pflanzen im Süßwasser, die einfach viel Licht benötigen. Also die Pflanzen, die in der Regel auch, zum Beispiel bei Tropica, als Advanced gekennzeichnet sind. Denn das sind fast immer Pflanzen, die viel Licht brauchen. Und das ist hier tatsächlich auch so. Die ganzen SPS-Korallen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie viel Licht haben wollen und relativ starke Strömung. Das sind so die beiden Faktoren, mit denen wir hier im Meerwasser so zu tun haben. Im Süßwasser wäre es jetzt so der Vergleich viel Licht und viel CO2 beispielsweise. Und was bei den SPS auch noch dazu kommt, ist, dass der Bereich der Nährstoffwerte und der Bereich der Wasserwerte ganz generell etwas schmaler ist, als es bei den einfachen Weichkorallen der Fall ist, wie zum Beispiel bei den Zoanthus. Ja, einfach mal so als Beispiel, eine typische Zoanthus oder auch eine typische Discosoma, so ganz klassische Weichkorallen, Einsteigerkorallen, die haben hier beispielsweise eine Toleranz von Nitrat, die liegt im Bereich von 1 bis 20 Milligramm pro Liter. Bei einer SPS ist das zum Teil deutlich geringer. Bei denen, die ich jetzt hier habe, noch nicht ganz so extrem, weil die gehören tatsächlich noch zu den einfachen SPS-Korallen. Bedeutet eben, sie haben nicht so ein extrem schmales Fenster, was die Wasserwerte angeht, und da keine so hohen Anforderungen. Aber trotzdem, hier liegen wir dann schon nur noch im Bereich 1 bis 10 oder 5 bis 10. Das heißt, das Fenster wird kleiner. Deine Wasserwerte müssen gezielter in einem bestimmten Bereich sein. Das ist das, was SPS schwer
macht. Die Geschichte mit dem viel Licht für SPS kann man in den meisten Fällen so regeln, dass das eben typische Korallen sind, die ganz oben sitzen. Die kommen also oben aufs Riff, dort stehen sie am nächsten am Licht dran und bekommen dann natürlich auch das meiste Licht ab. So sollte das Ganze ungefähr aufgebaut sein. Aber kommen wir jetzt mal zu den beiden SPS, die noch in diesem Nano-Paket drin sind. Das ist nämlich zuerst einmal die Putzilopora damicornis tricolor. Das ist erstmal eine wirklich hübsche kleine SPS-Koralle. Sieht aus wie so ein kleines Bäumchen jetzt hier bei mir. Und man kann von vornherein schon sehen, wo die Polypen auftreten werden. Hier gilt also bereits etwas schmaleres Fenster, was die Wasserwerte angeht. Sollte auf jeden Fall nach oben, damit sie näher am Licht dran ist und sollte viel Strömung abbekommen. Viel Strömung bedeutet, viel Wasser muss sich da drum rum bewegen. Das bedeutet nicht, dass du die Strömungspumpe direkt auf so eine Koralle richten solltest. Das solltest du generell nie tun. Aber es sollte einfach sehr viel Bewegung im Wasser sein für diese Koralle. Und die zweite und letzte Steinkoralle, SPS-Koralle in diesem Paket, das ist die Seriatopora calinendrum, Bird of Paradise. Also da auch wieder wunderschöner Name natürlich dabei. Und bei der finde ich nett, die ist halt super stark verästelt und hat so spitze kleine Ausläufer. Also das ist irgendwie so das, wo ich sagen würde, so stellt man sich eine Koralle vor. Und Seriatoporas gelten eben auch unter den SPS als vergleichsweise einfach und vergleichsweise tolerant, was halt Wasserwerte angeht. Du findest natürlich alle Korallen, die ich dir hier heute vorstelle, unten in der Videobeschreibung. Wenn du da auf den Link drauf gehst und auf der Website von Corallaxy bist, dann findest du da auch nochmal unter Haltung die verschiedenen Wasserwerte, die angegeben werden für eine optimale Haltung. Da kannst du das also auch nochmal direkt vergleichen mit zum Beispiel einfacheren Korallen, mit Zoanthus, mit Discosoma, um da zu sehen, inwiefern sich die Nährstoffe unterscheiden, inwiefern dieses Fenster etwas kleiner wird und natürlich auch inwiefern die Unterschiede sind beim Licht und bei der Strömung. Welche Koralle gefällt dir bisher am besten? Schreib mir das mal unten in die Kommentare und wenn dir das Video bisher gefällt, gib ihm auf jeden Fall einen Daumen nach oben, das hilft mir sehr weiter. Das war jetzt also das Nano-Korallen-Paket und ich habe gesagt, zwei Korallen wollte ich noch extra haben, die ich mir nämlich schon immer mal gewünscht habe, in Anführungszeichen. Die fand ich halt schon immer sehr schön. Und das eine ist meine dritte SPS jetzt an dieser Stelle, nämlich die Stylophora pistillata milka, die klassische Milka-Koralle. Wenn man das sagt, dann wissen eigentlich alle Bescheid, die schon mal ein Meerwasseraquarium hatten. Gilt als eine der einfachsten Steinkorallen und gleichzeitig als eine der, obwohl sie so einfach ist, wirklich sehr schönen Steinkorallen. Und der Name legt sie auch bereits nahe. Das heißt, Milka beschreibt so ein bisschen die Farbe, die wird also richtig schön lila. Aber für die gilt zum Beispiel auch wirklich ganz explizit, starke Strömung, starkes Licht, damit die wirklich Spaß macht. Und die letzte Koralle, die ich dann noch bekommen habe, das ist eine Discosoma, also eine Scheibenanemone. Von denen habe ich ja bereits grüne Varianten bei mir im Aquarium. Und jetzt habe ich hier noch eine Discosoma Purple. Einfach auch, weil ich die Farbe so krass fand. So alles, was in so eine lila-pink-Richtung geht, das sind einfach Farben, die existieren im Süßwasser nicht. Die gibt es einfach nicht. Und das finde ich immer noch so faszinierend an der Meerwasseraquaristik, dass dort einfach Farben entstehen, Fluoreszenzen entstehen, die einfach nicht existent sind, überall sonst. Also in keinem Süßwassergewässer ist halt so eine krasse Farbe möglich und deshalb wollte ich hier eben auch noch diese Purple-Variante haben. Discosoma, wieder sehr einfache Korallen, bestens geeignet für Anfänger, sehr tolerant, was Wasserwerte angeht, brauchen auch kein starkes Licht, brauchen keine starke Strömung, gehören deshalb dann auch im Aquarium eher nach unten oder an eine Stelle, die nicht sonderlich stark umströmt ist. Jetzt ist es ja so, dass ich mein Aquarium nicht extra dünge, in Anführungszeichen, also keine Nährstoffe zugebe, kein Versorgungssystem benutze. Ich regel das alleine über das Salz. Ein gutes Salz hat eigentlich alles an Spurenelementen und Nährstoffen drin, was die meisten Korallen brauchen. Außer natürlich, du hast halt viele schwere Korallen wieder. Ich mache das immer in Anführungszeichen, weil ich das Wort schwer eigentlich nicht richtig finde dafür. Das ist nicht schwer, so eine Koralle zu halten. Sie hat halt einfach nur andere Anforderungen und diese Anforderungen müssen genauer erfüllt werden als für andere Korallen. Aber das ist nicht in dem Sinne schwer. Das ist halt mehr Aufwand, könnte man vielleicht sagen. Aber gerade bei Steinkorallen und bei den SPS ist es natürlich so, diese Korallen bauen ein Kalkskelett auf. Die haben ja diese Verästelungen, das, was man typischerweise halt in so einem Riff halt sieht. Und diese Verästelungen bestehen aus Kalk. Das wird von der Koralle aufgebaut durch die Aufnahme von Calcium. Das bedeutet, wenn du viele Steinkorallen in deinem Aquarium hast, dann entziehen die dem Wasser Calcium und dann entziehen die dem Wasser Härte. Das heißt, deine Härte sinkt. Und das ist dann der Moment, wo man dann in der Meerwasseraquaristik davon spricht, dass man beispielsweise mit Kalkreaktoren arbeiten muss. Man muss Calcium zugeben, man muss Kalk hinzugeben, damit diese Korallen immer genug davon haben, um ihr eigenes Skelett aufzubauen. Jetzt ist es so bei mir, ich habe diese drei winzigen Dinger da drin. Ich bezweifle stark, dass das einen deutlich spürbaren Effekt auf meine Wasserwerte dahingehend haben wird. Ich möchte dir nur mit an die Hand geben, dass wenn du jetzt das Ziel hast, mehr Steinkorallen zu halten, dann wird tatsächlich die Technik und der Aufwand drumherum
immer größer, weil du musst dann dafür sorgen, dass das, was diese Koralle braucht, um sich selbst aufzubauen, auch geliefert wird. Das heißt, du musst halt mehrere verschiedene Elemente zuführen, die du nicht mehr dann nur über das Salz zuführen kannst. Für mich ist das jetzt auch ein kleines Experiment. Wie gesagt, das sind meine allerersten SPS-Korallen und ich kann noch nicht sagen, wie sich das auf lange Sicht bewähren wird bei mir. Ob die alle weiter wachsen, ob die alle überhaupt überleben werden, ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Ich liege mit meinen Werten da, wo ich sein muss für diese Korallen. Trotzdem ist es natürlich auch immer noch ein Experiment für mich, weil es ein ganz neues Level für mich ist und eine ganz neue Art Koralle, die ich vorher noch nie in der Hand hatte. Ich werde dich da also auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie das Ganze aussieht. Bisher kann ich dir nur das Fazit nach ungefähr einer Woche geben und da ist es so, dass alle SPS vernünftig stehen und alle SPS auch ihre Polypen geöffnet haben. Der Milka scheint es augenscheinlich wirklich, wirklich gut zu gehen. Die ist halt voll mit lila Polypen, sieht richtig geil aus. Auch die Putzilopora sieht richtig, richtig gut aus. Die ist auch komplett offen. Bei der Seriatopora, bei der Bird of Paradise, da sehe ich allerdings tatsächlich, dass an den einzelnen Ästen manchmal nur einseitig Polypen geöffnet sind und an der anderen Seite nicht. Und auch eher nur die Äste, die weit oben stehen, die Polypen geöffnet haben und die Äste, die weiter unten stehen, nicht. Da werde ich also nochmal weiter beobachten und auch nochmal entsprechend Werte kontrollieren, um zu gucken, ob ich das noch irgendwie verbessert kriege. Dazu könnt ihr mir auch gerne nochmal Tipps in den Kommentaren dalassen, wenn ihr möchtet. Das waren jetzt also alles Korallen, die du auch problemlos wirklich in einem Nano-Aquarium halten kannst, weil die meisten davon bleiben recht klein, beziehungsweise wenn sie nicht klein bleiben, dann kannst du gerade SPS-Korallen durch Fragmentierung super auch klein halten. Zum Thema Fragmentierung wird es auch nochmal ein Video hier geben, sobald ich in der Lage bin, meine ersten Korallen selber zu fragmentieren. Dazu müssen sie natürlich auch erstmal ein bisschen wachsen. Aber das ist jetzt auf jeden Fall eine gute Grundlage für dich, zusammen mit meinem ersten Video über Einsteiger-Korallen, wie du selbst ein Nano-Meerwasser-Aquarium toll besetzen kannst.